Are you ready for the love? Moin Leute, was geht? Hier ist euer Sergeant Pepper und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr denkt euch jetzt bestimmt, Sergeant Pepper, was ist denn da los? Bessere Waffen als legendär? Wie geht das überhaupt? Das ist eine berechtigte und sehr gute Frage und manche, wenn sie es gesehen haben, wundern sich bestimmt, was, wie Level 61, wie geht das? Falls ihr es nicht mitbekommen habt, es gibt ein neues DLC für Borderlands 2 und zwar 11 Level mehr, ja? Also, das addet den Ultimate World Hunter Mode und dann wird das maximale Level erhöht auf Level 61 und alle Gegner sind dann auch 61 und es gibt, wenn man das DLC hat, für die Leute, die es haben, neue Waffen. Die zeige ich euch jetzt, ich habe nämlich alle erfarmt. Diese Waffen sind einfach nur legendärer als legendär, sie sind legendär hoch 2. Sie sind hier so Perlenfarben und ich zeige die euch jetzt mal. Also erstmal haben wir hier diese Hyperion Shotgun. Die ist einfach nur genial, sieht die den Schaden 20.000 mal 3. Die Fire Rate ist hoch, die Magazingröße auch und die Nachladegeschwindigkeit ist auch sehr okay. Also hammerhartes Teil, Leute, ja. Dann gehen wir auf den nächsten. Das ist eins der Highlights auf jeden Fall. Und guckt euch den Schaden an. 1 Million Schaden. Ja, habt ihr richtig gesehen. 5 Magazingröße. Und ja, der Rest ist halt egal, ist ja ein Raketenwerfer, ne? Auf jeden Fall hammerhartes Teil, die Kanone, ey. Mega Wumme. Dann kommen wir zum nächsten, ja. Hier, die Tidiori. SMG auch 27.000, extrem guter Schaden. Großes Magazin, Leute, Genauigkeit ist auch ziemlich gut. Was will man mehr, ja? Was die Waffen genau können, zeige ich euch dann alles gleich. Ich werde die alle mal benutzen, ja. Dann hier diesen Revolver mit 89.000 Schaden. Auch Hammerteil, Magazingröße 10. Fire Rate, Genauigkeit, alles ist okay. Gut, die Genauigkeit geht so, lässt zu wünschen übrig, aber an sich ist das Teil doch schon echt eine hotte Wumme. Dann haben wir hier unsere Sniper, eine Schock-Sniper von Maliban mit 86.000 Schaden, einer hohen Genauigkeit, einer netten Fire Rate, einer guten Ladegeschwindigkeit und einer guten Magazingröße. Was will man mehr? Einer sehr hohen Schock-Schuss auch noch, also Leute. Das ist alles dabei, was das Herz begehrt. Dann kommen wir zu einer schweren MG. 20.000 Schaden. 81er Magazin. Der Rest spielt eigentlich nicht so gut eine Rolle. Hatte halt Feuerschaden, aber ja gut. Das war es dann auch erstmal zu der Waffe. Dann haben wir noch zwei weitere, die ausstehen. Einmal diese nette Pistole hier. 57.000 Schaden. 41 Magazin. Extrem hohe Fire Rate. Also ja. Was halt so für Vladov spricht. Dann kommen wir zu unserer letzten perlfarbenen Waffe, das sind alle, die es gibt. Die hat 50.000 mal 3 Schaden, schießt halt so Granaten sozusagen, 6 Munition pro Schuss, 33 Magazingröße. Das geht auch alles klar, wobei ich mag diese Waffen, die Granaten schießen, ehrlich gesagt persönlich nicht so. Das sind jetzt nicht so meine Lieblinge, aber die habe ich halt auch bekommen. Okay, gut, das war's dann schon zu den Waffen. Und wir sehen uns dann gleich wieder. So Leute, da bin ich auch schon wieder. Und jetzt machen wir uns direkt auf den Weg zu den legendären Beutezwergen. Die farmt ihr nämlich, um diese perlfarbenen Waffen zu erhalten. Okay, außerdem bringt es, also ist das Tutorial nicht nur für Leute, die sich das DLC gekauft haben. Es ist auch ein guter Farm-Spot sozusagen für Leute, die das DLC nicht haben und legendäre Waffen farmen wollen. Diese legendären Beutezwerge haben nämlich auch eine hohe Drop-Rate auf legendäre Waffen. Ich werde jetzt auch in diesem Gameplay von ihnen die Maggie erhalten und ich würde sagen, bei 2 von 4 Malen Farmen droppen diese legendären Beutezwergen. Droppen diese legendären Beutezwerge legendäre Waffen. Das ist nämlich an und für sich ziemlich schön. Also auch legendäre Waffen würde ich jetzt an diesem Spot generell farmen, weil ich glaube, die können alle legendären Waffen droppen. Also das ist echt ein guter Farm-Spot für euch. Außerdem ist zu sagen, dass generell bei dem DLC, wenn ihr euch das holt, dass die Drop-Rate von allen Bossen massiv erhöht wird. Mindestens mal 5 oder wenn nicht mal 10. Also die Drop-Rates sind richtig hoch in dem DLC. Das ist
also sozusagen sehr spielenswert. Lohnt sich echt für 5 Euro sich das zuzulegen, lohnt sich, würde ich behaupten. Aber so viel erstmal zu dem Video hier. Jetzt noch eine andere Sache, die ich unbedingt loswerden muss, die ich mir gestern ausgedacht habe. Also wenn ihr auf meinen Kanal geht, und dann seht ihr ja dieses Kanalbanner und da steht dann Steam-Gruppe. Und dann steht B2WT, das steht für Borderlands 2 Weapon Trade. Das ist eine ganz gute Idee, meiner Meinung nach. Das habe ich, da bin ich gestern drauf gekommen. Ich meine, ich kenne das persönlich und Abonnenten von mir kennen das sicherlich auch. Also ihr werdet es sicherlich auch kennen, dass man mal teils zwei Exemplare einer Waffe hat, aber nicht beide gebrauchen kann. Und man denkt sich, ja, hätte ich statt diesem einen, nehmen wir mal Maggie als Beispiel, ich habe zwei Maggies, oder hätte ich statt der einen nicht doch noch eine andere legendäre Waffe, zum Beispiel die Conference Call, statt der anderen Maggie, dann könnt ihr schreiben, erstmal fängt ihr so an, schreibt erstmal, ob ihr PC oder PS3 seid, weil das ist erstmal sehr wichtig, weil es gibt ja keine Cross-the-Platform-Play und deswegen ist es ziemlich wichtig, also das schreibt ihr als erstes. Dann schreibt ihr, was für eine Waffe ihr gerne hättet oder was für eine Waffe ihr anbietet. Wenn ihr schreibt, ja, ich hätte gerne die Conference Call zum Beispiel und biete dafür die Maggie, dann ist das eine Aussage und dann kann sich jemand anderes, der die Conference Call zweimal hat, aber die Maggie nicht, drauf melden und sagen, ja, hey du, wir könnten ja mal tauschen, ich add dich einfach mal, wir spielen mal eine Runde zusammen, Borderlands 2. Dann gibt es hier dieses Handelssystem, was extra dafür, was heißt sozusagen dafür gemacht ist. Das heißt, da kann euch auch keiner bescheißen und sagen, ja, leg jetzt mal dahin, ich gebe dir gleich die andere, das kann niemand machen. Also ihr geht dann, müssen beide ja die Waffen sozusagen dahin legen und dann kann man beide, muss beide halt auf Einwilligen drücken. Also das ist eigentlich echt, da kann man jetzt nicht einfach so betrogen werden und so, deswegen finde ich, das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Also wie gesagt, ihr geht auf meinen Kanal, dann aufs Kanalbanner und dann steht das Steam-Gruppe. Dann werdet ihr Mitglied. Und ja, dann könnt ihr sozusagen mit anderen Mitspielern, vielleicht auch mal mit mir, um Waffen sozusagen handeln. Ja, es müssen jetzt keine legendären Waffen sein, aber ich denke mal, das meiste werden legendäre Waffen sein, weil um andere handelt man ja jetzt nicht. Und es kann nur sein, dass man über andere mit anderen Waffen handelt, was ich mit so einer besonderen, mit so einer Minecraft-Shotgun oder so, aber so kann ich das da jetzt mit niedrig werten Waffen gehandelt wird. Das kann ich mir nicht vorstellen, dazu ist das eigentlich auch nicht da. Und gut, man kann ja in so eine Gruppe, wenn ihr es nicht kennt, kann man einfach Beiträge reinposten, da ist dann halt einfach dabei, ja. Dann seht ihr einfach, also geht in die Gruppe und dann seht ihr einfach, ob da irgendjemand was reingepostet. Also ich benutze ja gerade die Shotgun, das ist meiner Meinung nach die beste von den perlfarbenen Waffen, weil, keine Ahnung, die geht einfach richtig ab. Ich finde generell Shotguns am schönsten. Und hier seht ihr nochmal den Raketenwerfer in Action. Extrem geil. Hat den richtig schnell down geburstet. Also was ich jetzt noch schnell loswerden wollte, ist, ich habe jetzt fast 90 Abonnenten, gehe langsam auf die 100 Abonnenten zu. Da wird auch ein Abonnenten-Special kommen. Aber wie das aussieht, das werde ich euch in einem anderen Video verraten. Ich wollte es euch nur schon mal sagen. Also, hier sind wir jetzt angekommen. Hier müsst ihr hin. Und hier kommen jetzt diese legendären Beutezwerge raus. Die killt ihr einfach. Die haben schon ziemlich viel Leben. Also, ich bin ja ein Level 61. Also, die sind, wenn man Level 50 ist, nicht so einfach zu killen. Also, das ist echt eine harte Sache. Aber ihr killt die einfach alle. Das sind mal 3 bis 4 Kerle meistens drin. Und wie gesagt, die droppen auch legendäre Waffen. Also einer wird jetzt auch gleich die Maggie droppen. Die haben auch eine relativ hohe Drop-Rate auf legendäre Waffen. Das ist eine coole Sache. Und ihr killt die einfach auch, um diese perlfarbenen Waffen zu bekommen. Die haben auch eine relativ hohe Drop-Rate, also Drop-Chance meine ich. Also das ist echt eine gute Sache. Hier kommt auch noch Jimmy Jenkins zu aller Freude. Das ist ja auch nochmal extra Easter Egg, aber darüber werde ich auch noch ein Video machen. Und jetzt kommt der letzte Beutezwerg. Also das Video neigt sich jetzt auch schon dem Ende zu. Gut, das war's auch eigentlich. Also wie gesagt, hier könnt ihr super legendäre Waffen haben und auch diese perlfarbenen Waffen. Also hier seht ihr, die Maggie wird gedroppt. Geier ich mir dann schnell. Und ja, gut, dann war's das eigentlich von dem Video. Dann bis zum nächsten Mal und viel Spaß.